Alter, ist ja voll kein Wunder, dass dem die Dachpappe verrutscht ist, ey. Also, was, er hat den Bruder von Peter Shannon getötet irgendwie, ja, als der Lahm überfallen hat? Okay. Also, es waren jetzt auch gerade super viele Informationen. Also, irgendwie haben wir jetzt ja, wie du sagst, hier irgendwie ein Kind getötet? Also, für einen Jugendlichen würde ich jetzt mal so sagen, der einen Laden überfallen hat. I know, buddy. I know. Looks the same, but. Older. A lot older. Okay. Oh, this doesn't make any sense. Da ist auch schon wieder so ein schönes Zerstörkreuz. It looks like someone left it here for us. It's him. Wer ist er? There's something nearby. Let's find it, buddy. Aha, dann kippt er den Steinruf. Und das müssen wir wahrscheinlich verhindern. Na, dann kannst du ja mal zurückspulen, bevor er den Stein umschmeißt. Und jetzt gehen wir mal gucken. Aber vorher, leg meinem Hobby nach. Mach das, was du hier gemacht hast, kaputt. Man muss die Kamera erstmal weglegen. Da! Better now, Bullet. Now, Rush. Hast du das gerade schreien gehört, noch im Hintergrund? War das immer so, wenn du das Ding kaputt gemacht hast? Ne, kann ich nicht sagen. Ich erschreck mich jedes Mal, weil der Pad neben mir auf dem Tisch vibriert. Ich höre dich ja nicht. Oh, nee. Haben wir, okay, wo, haben wir hier irgendwo einen Stein in der Nähe? Ja, da. Ist schon wieder eine neue Figur. One is more twisted than the last. Okay. Und das ist, glaube ich, ein Stück Holz aufgehoben. So, und wir haben jetzt gestoppt, bevor er es umwirft, aber wir haben es bis jetzt noch nicht gestoppt, wenn er es umgeworfen hat. Also wenn das Ding vorbei ist. Aber das ist auch nicht der Felsen. Das ist nicht das Ding. Weil, wenn du mal guckst, hier oben so, sind, an der Wand ist. Zeige. An der Wand hast du Zeichen. Ja. Wir müssen mal gucken, ob wir die Wand irgendwo hier finden. Vielleicht. Oh shit, ey. Ging es jetzt nicht von dem Lagerplatz aus links hoch? Also jetzt da so. Ja. Und da ist doch dieses mit dem Treppengedöns. So. Rechts hier war das. Ja. Ich hab leider schon. Ja, da. Ich hab leider schon sehr, sehr lange die Orientierung verloren hier. Ja, ich auch. Also, das ist jetzt. Aber anscheinend kommen wir denn noch höher? Okay. Aber hier ist jetzt auch nichts. Wieder da, was für ein Stein. Ja, den zeigen wir dir gleich. Ne? Warte mal, ich bin völlig planlos. Ja, so wie wir. Das ist, Also wenn wir jetzt wieder bei dem Zelt ankommen, ist ja, dann läuft ja irgendwas falsch. Naja, das ist, wir sind in einer Möbelschleife gefangen jetzt hier irgendwie. Ja, kann er ja, also. Oh! Eine Kerze! Was ist das? Ein Dog Tag. Palmer. No, okay. No, that's British. Impossible. Okay. Yeah, yeah. Let's move on. Okay. Er möchte weitergehen. Ich weiß jetzt noch nicht wohin. Wahrscheinlich weiter nach oben oder so. Also, da so hoch. Weiter hoch, okay. Gut. Let's go. Da guck mal, da ist nämlich das mit dem Grab und mit dem Stein da rechts und so und wunderbar mit dem Zeichen. So, schön, dann haben wir also den wunderbaren Indianerfriedhof gefunden hier. Ist ja toll. So, irgendwas können wir mit dem Hund machen, aber auf was hat er den Stein gekippt? This looks like the place. Na, wahrscheinlich lassen wir jetzt Bullet graben. Ah, siehst du, weil er hat ja was verbuddelt. Ist jetzt nur die Frage, was? Was ist das? Duck dich. So, und grab it. Tappy East Creek Timber Company. Achso. Oh. I've seen this logo before. That's where landing was going. That's worth a shot. Maybe we'll finally get some answers. Ah, das ist die Dings, die wir am Anfang hatten, die, wie heißt denn das? Take a good long whiff bullet. It's important. Ich wollte jetzt gerade sagen, Schreinerei, aber ist ja keine Schreinerei. Ja. Sägewerk. Danke. That's it. Take me to it. So. Na dann, hinterher. So. Okay, hoffentlich führt uns das jetzt hier aus dieser Möbelschleife raus.
Schön Bundes... Was? Schön Bundeswehr, Epa. Lecker ausbreiten und lecker Picknick im Wald mit Hubertus. Oh, Alter. Also Epa vermisse ich gerne wirklich, ey. Das ist so. Oh, nee. So schöne Shivapshishi und... Also wir hatten... Ich bin 2001 bin ich bei Bund gewesen. Und das Epa war da jetzt nicht besonders geil irgendwie. Also ich glaube, jetzt hat... Fight? Elijah 5, do you copy? What? Who is this? Ah. Okay. Jetzt kommt hier wieder der nächste Flashback, oder was? Oh, hier hat ihn ein paar schöne Zeit. Ach, du Schande. Hier hat ihn ein paar schöne Zeit. Bullet hat irgendwas gefunden? What'd you find? Oh Gott. Dog tag. Another one? Elwood. Ashley. Ashley? Ashley? Ja. Ich bin jetzt ein bisschen kurz irritiert gewesen, ihren Frauennamen zu lesen irgendwie. Aber Quatsch ist, ne? Mies hast ja. Ach, okay, alle klar. Und hallo. This is... No, you're not real. Da vorne sehe ich doch irgendwas leuchten. So, und hier geht's nunder. Hier geht's nunder. Was? Wie? Was ist das denn? Was? Wie? Oh Gott, das war einfach nur das. Okay. Schüttelst mich gleich. Hey, Bullet, oh, Bullet hat was gefunden. Dann bewegt sich. Hey buddy, what's wrong? Und jetzt eine Rolle machen durch den Laubhaufen. Genau. So, was ist los, mein Digga? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ist hier was? Voll mir nicht gut. Er hat richtig Angst. Oh, na dann. Oh, na komm mal, kleiner. Easy boy, no need to be scared. Ach, da ist wieder irgendwas zum Zerdrücken wahrscheinlich, weil jedes Mal, wenn der so macht, dann ist irgendwas... Wo ja, da unten, das da wahrscheinlich. Mal kaputt! Easy boy, it's gone now. Oh nein, 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 wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist irgendwas, was auf uns zukommt, da im... Im Lauf. Okay, Adventure Time! Okay, wir dürfen nicht ins Lauf. Und? Und? Ja, wie bist denn du jetzt da hingekommen? Oh, schnell! Okay. So, okay, Hammer, Hammer, Hammer. Ah, irgendwas knurrt. Oh Gott, die Laubfräse. Ja, muss ein Schätzchen. Hm. Na dann? Ja! Los, 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 los! Hopp in die Hopp! Oh, okay. Oh, Feuer in der Hole! Ha? Hä? Ha? So. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das? Das ist so stressig. Ah, ist doof. Legt sich jetzt natürlich so eine blöde Richtung. Lauf dabei, genau jetzt! Ja. Okay, los, 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 los. Hurry, hurry, Mr. Curry! So. Schöne Ding. Ah. Wo bin ich laufen jetzt fast? Na komm, trau dich! Na du mich! Hallo! Oh! Oh! What? Kontakt! Wo ist er jetzt hin? Oh! Oh, ich dachte, wir kriegen eine Waffe. Oh, gucken wir erstmal ein Foto an. Bart! Ja, das erkenne ich
diese Zankenfrisur erkenne ich überall. Okay, Bullet ist hier. Nein, Bullet, wir gehen da noch nicht hin. Nein. Ah, nee, Hubert. Oh, das wird jetzt aber tricky, wenn er die ganze Zeit jetzt hier... Und auf geht's. Now, los! Get to the chopper! Now! So. Wunderbar. Okay, haben wir geschafft. Okay. Sehr gut, sehr gut. Ja. Oh, fuck. Das hat ja auch richtig in die Kiste gerade. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Something is in the wood. Ja. Okay, okay, okay. Super, 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 super. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Links, links, links. Ah, super. Oh, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Nee, der war aber nicht getroffen. Hast du es geschafft? Nee, doch nicht? Ne? Doch, ich hab's geschafft. Das Bullet entspannt sich gerade. Oh. Können wir uns eigentlich heilen? Also, haben wir nur mit Hundeknochen. Nur mit Hundeknochen. Also. Ah, oh, eine Palme hier im Wald. Das ist aber schön. Das ist auch. Oh. Komm, ist mir wurscht. Und Gott, weiter geht's hier. Oh, shit. Oh Gott, Gott, okay. Ach, und jetzt sind wir ganz in Fallujah oder wo? Ach du Schande, ey. Ich sag ja, Modern Warfare. Ach du Scheiße. Niemals am Leben mitmachen müssen. No. Ei. Wo sind denn alle? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen. Also. Wo ist Bullet eigentlich? Bei uns geht's auch nicht mehr so gut. Nee, uns geht's nicht so gut. I can't. Ach, oh, Scheiße. Oh Mann. Oh, wir sind komplett fertig. Bullet. Jetzt echt ohne Scheiß, wie wollen wir denn hier eine Hilfe jetzt sein? Ja, also. Er kann wirklich echt. Er kann so froh sein, dass er nicht mehr hat. Halt mal schön deinen Hund fest. Okay.
I'm okay. Yeah. Ja, geht's gut. I'm okay. Klar. Good boy. Good boy. Gespeichert. So, ich würde mal kurz Bullet nochmal was suchen lassen, irgendwie, in der Hoffnung. Voilà, Entschuldigung. Nein. Meinst du, dass er was findet? Okay, Sieg! Hat jetzt lange nichts mehr gefunden. Ja, nee, das stimmt ja nicht, ne? Also, er hat ja schön gegraben und hat ja die ganzen Sachen da ausgebuddelt. Ja, aber jetzt. Das war ja gescriptet. Ach so, ja, okay. Aber er findet nichts. Hier! Oh, was haben wir denn hier vorne? Das ist hoffentlich ein Strommast. Weg in die Zivilisation zurück. Wir haben hier ein kaputtes Auto. Oh, okay. Auto ist weg. Ich dachte zuerst, es wäre ein Grafikglitch jetzt irgendwie, aber nope. Auto ist gone. Fuck. Jetzt geht's wieder weiter. Jawohl! Das finde ich tatsächlich ein bisschen billig jetzt in dem Spiel irgendwie. Das weiß ich nicht. Also das ist so mit. Weiß ich nicht. Ich finde irgendwie ein bisschen blöd. Das ist unpassend. Ah, okay. So ein bisschen ja. Subtiler vielleicht machen können irgendwie. Also es ist ja cool, dass halt jetzt irgendwie eine Bedrohung einbauen, ne? Aber das andere haben sie cooler gemacht. So diese Angriffe ständig aus dem Licht. Du siehst ja auch nicht, was dich angreift. Find warte mal, Bullet hat die ganze Zeit was. Is that a railroad track? Let's see where it leads. Hast du ein Foto gefunden? What is it? Und von wem? Was? Was? Prinz Mislav? Was? Polnischen Namen. Prinz Mislav. Okay. Okay, nice. Sommel und Camp A. Wunderbar, na toll. Ja, wo wollen wir denn hin? Ja, die ganze Zeit wird von der Sägemühle gesprochen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zum Sägewerk. Okay. Gehen wir damit d'accord, lieber Chef? Seid ihr mit dabei? Zum Sägewerk? Oh, yeah. Sägewerk okay, oder Camp A? Zweimal Sägewerk, oh, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, ne? Auf geht's. Sägewerk, deswegen meinte ich nämlich, das wird lustig jetzt. Ja, das wahrscheinlich vorbeischleichen? Ja. Das ist ja. Na, er wird sich nicht vorbeischleichen können. Also, das heißt, andere Richtung. Erstmal Camp A und wahrscheinlich irgendwie eine Dresine holen. Tschüss, tschüss! Ah. Willi schreibt auch gerade, ich werde nachher dann sagen, ich hab's euch ja gesagt. Oh, was hat. Bullet? Hat er irgendwas? Nö. Ciao. Come here, boy. So, also ins grusige Camp. Oh, was ist haben wir das? Jetzt? Wir haben Empfang für irgendwas. Aber okay. Was? Handy? Achso, wir haben jetzt wieder Empfang. Wollen wir Jess anrufen? Komm, einfach mal, einfach um zu quatschen. So. Hey, Jess. Geht's dich ran? Hey, yourself. What's up? You know, just checking in, checking up on you, I mean, how are you? Wow, that was smooth. You're a regular Don Juan. Well, hey, let's see, you run around a dark, muddy forest for a while. And it doesn't really help with your romancing skills. Speaking of which, any progress? Jess, there's something really messed up going on in these woods. Mm. Yeah, and then Kopf. Trying to scare me, it's working. Sorry, no, I can't explain it now. I wouldn't even know where to start. Just listen. If anything happens, I want you to know. Hey, stop it, Ellis. Whatever it is you want to tell me, you can do it once you get back, okay? Yeah, you're right. Ellis, I don't know what you've gotten yourself into, but you can always leave. Just get out of there. No one will think any less of you for it, least of all me. Yeah, wouldn't buy it. Can't. At least not yet. Sorry, Jess. I gotta go. Talk to you soon. You'd better. Tatsächlich muss ich mal wirklich sagen, irgendwie ist das wirklich wie Balsam irgendwie
dass du die Möglichkeit hast, mit jemandem zu sprechen, der dir am Herzen liegt. In dem Moment irgendwie. Also ich würde jetzt auch gerne nicht so einen Eiertanz da machen und sagen, ach du, ich wollte einfach nur, du, hey, und wie geht's? Einfach mal sagen, ey, ich bin hier im Wald und mir geht's nicht gut. Das ist irgendwie, ich hab hier echte, das ist schlimm. Schlimm! Tja. Wird da ja nicht so unter Berg bleiben, ey. Oh. Ach, sie. So, wer hat uns jetzt drauf gesprochen? Nachricht. You have one new message. One new message. Jesse, what did you do to him? It's all because of you. I knew it. I always knew you'd... Okay, wer war das? Ja, das war ja extrem emotional bestärkend. Wahrscheinlich die Mutter von Peter. So, was ist das hier für eine gruselige Bridge? Da ist ja Richtung Camp A, ne? Da sind wir ja noch unterwegs. Und wir können wieder irgendwelche Knöpfe drücken oder so. Nee, oder Sicherung finden. Wahrscheinlich. Ach. Wo findet er nicht hin? Guck mal gar nicht hier. Oder? Ja, aber vielleicht hat er was gefunden. Was ist er denn? Nee, doch nicht? Okay, doch. Also manchmal ist der Hund aber auch ein bisschen... Ja, also... Insane in the membrane. Er passt ja zu uns. Ja. Yes! Ach, guck mal! Oh nein. Yes! You know what I mean. Oh yeah! Keep on rolling, baby. Ow, 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 jump up! Ow, 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 ow. So! Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Choup, choup! Erstmal die Bedienungsanleitung lesen. Ah, hergestellt von Kraftwerk Eisenbahn Werkstätten. Ja, Richtungshebel, Hauptschalter, vorwärts, rückwärts, Bremshebel. Das ist die gute TF2153C. Die kennt man ja. Ist so. Tschut, tschut. Ja, du einschalten? Ah, nee, doch nicht. Hebel vorwärts. Kannst du nicht währenddessen nach vorne gucken? Doch, okay. Okay. Jetzt geht's wieder los hier. Ah, ist ganz schön düster hier. So, jetzt werden wir ja hoffentlich zur Sägemühle durchfahren können. Vielleicht? Nein, wenn wir hier noch angegriffen hätten? Weiß ich nicht. Seitlich? Warum ist denn das jetzt, das sieht anders aus? Ja, da gibt's jetzt, geht's jetzt auch zu Camp B. Ist ja toll. We're getting off, buddy. Können wir nicht mehr weiterfahren? Oh nein. Ah, wir müssen. Okay, gut, wir müssen erstmal wegziehen. Ja, aber wie? Stopped giving up permits in the 60s. Also, wir können das Ding anmachen? Stimmt. Reicht das eine Übung, das Ding jetzt zu reparieren? Kind of a winch. Gotta be a way to turn it on. Der Ingenieur ist nicht zu schwör. So, okay. Ich glaube, einfach mal aufhauen jetzt. Mach jetzt an! So, hier haben wir vorne noch irgendwas. Wahrscheinlich ein. Oh, was ist das? Ein Dogtag nochmal. How the hell did they get here? Oh. Freeze? Oh, krass. Okay. Hatte gerade einen Freeze. Voice Sylvester. Ah, Sylvester Stallone! Sind das eigentlich Collectibles oder ist das. Ich hatte zuerst die Vermutung, dass du halt irgendwie Namen findest oder Dogtags findest von den Fotos mit den Namen, also dass sie irgendwie zusammenhängen. Right, boy? Aber bis dato ist es nicht so. Ist er der? Ja, hat er noch was gefunden? Ja, von dich noch was. Okay, die Büchse der Erzählung. Das war die Büchse der Pandora. Oh, nochmal ein Tape, okay. Ja, wahrscheinlich müssten wir jetzt aufpassen. Oh, da ist noch French. Jetzt müssen wir wahrscheinlich das so machen. Vor der Baum fällt vielleicht? Entweder so oder es wird uns erklärt, wie wir das Ding wieder startklar kriegen. Okay. In the green zone.
you're done, put the fire out, and you close the pipes. Und dann? Dann läuft's, oder was? Was? Ich bin, ja. Eine Taste hier, komm. I left you some notes here, in case you run into any trouble, okay? Okay. Cool, 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 cool. Hat uns ein paar Notizen da gelassen. Sehr nice. Ich würde mal tatsächlich probieren, das Ding dahin zu fahren, dass die Tür offen ist. Das ist natürlich. Ja. Oh, come on, ey. Na dann, was uns. Let's take a look. Shawam! Du hast recht. Weiß nicht, ob ich mich darüber freuen sollte, aber. Ja, nicht. So, lesen wir das Thema. Gaidri. Das ist aber ein geiler Name, ey. Gaidri. Guybrush ist ja okay, aber Gaidri geht gar nicht. Wir haben gerade eine neue Lieferung gehalten. Komm zum Wartungsschuppen und hol die Teile ab, die du haben wolltest. Urubel. Alles klar. Und hier ist noch was. So, hier haben wir nochmal die Anleitung wahrscheinlich, ne? Dampfhilfe, Sicherheitsventil, Druckmesser, Druck, Regelventil und Feuerkammer. Okay. Das ist aber auch so schön hell, dass man das jetzt nicht lesen kann. Oh. Ah. The main engine shed looks promising. Maybe there's some spare parts left. Machine entrance, okay. You are here. Mhm. Okay. Also da geht's zu Saw mal. Dann gibt's Steam Donkey, Maintenance und Camp B. Oha. Okay. Na gut. Aber wir wollen ja immer noch in die zur Mühle, ne? Eigentlich ja. Die Frage ist, ob wir das jetzt können. Ja. So, hier ist nämlich offen. Gibt es denn die Möglichkeit mit deinem Tape? Also wenn ich gucke erstmal da rein, genau. Also guck mal erstmal, was wir hier brauchen. So unsere Ohren gucken so, ich nah. Ah, the steam's escaping. Pressure's not gonna build up. We need to patch the valve, but the handle's missing. Ja, jetzt wisst ihr, was wir in den anderen Camps machen müssen, ne? Wahrscheinlich ein Rad suchen. Oder können wir hier den Engländer dafür benutzen? Nee. Die scheint nicht so zu sein. So, vielleicht hat der Kleine mal was. Search! Nee. Nothing, eh? So, was? Können wir hier rauflaufen? Ja, ich denke mal, wir werden auch nicht hinlaufen können, wa? Nee, ich glaube nicht. Oh, also, wir könnten maximal gucken, wo es zu Camp B geht. Wahrscheinlich da lang. Oder, warte, gehen wir nochmal zurück. Aber da zurück, die leuchtet da vorne. Ja, aber wir können dahin fahren wahrscheinlich. Weil du musst nur nach vorne einmal zurückfahren, dann hier die Weiche stellen. Und dann kannst du mit Chup Chup. Chup Chup. Okay. Ich weiß doch, du magst doch Chup Chup. Yes. Come on, buddy. Weil du weißt ja auch nicht, ob wir dann irgendwie auch vielleicht durch diese Dinger da wieder müssen, wo diese Laubbälle sind. Erstmal stopp. Tschüp, tschüp. War schon davor, ja, okay. That's our stop, buddy. Aber, wollt mal jetzt kurz bei der Kette gucken, das, die konnten wir uns vorhin nicht anschauen, weil das, die Schlope davor stand. Too heavy to push aside. Ach komm, das sei doch nicht so. Kann man die jetzt umstellen? Ja, kann man, geil. Oder jetzt bricht's einfach so ab, so. Ja. Finde weichen Hebel. Kommt eigentlich der Hund bei uns mit rauf? Ja, auf den? Der, oh, auf einmal ist er da. Okay. Da ist er, der DG. So, dann wieder vorwärts. Krass. Bremsen lösen. Tschüp, tschüp. Oder auch nicht. Hast du die Weiche nicht richtig umgestellt? Oder sind wir nicht zu weit, also nicht weit genug zurückgefahren? Ich bin einfach
Sind die Weiche nicht richtig rum? Was machst du denn? Achso, du willst einfach nur gegen Holz immer fahren. Nee, ich fahr rückwärts. So, also, okay, fahr ich jetzt noch weiter zurück. Aber die Weiche war da umgestellt. War sie ja auch. Aber vielleicht warst du ja, wie gesagt. Also. Zu übereifrig, oder was? Nee, also so schon richtig. Und jetzt wahrscheinlich nochmal. Genau, Buddy. Fahren. Weil so ist er ja richtig. Guck mal, der Pfeil zeigt ja auch nach da. Wenn du die Weiche umstellst, wird der Pfeil sich drehen. Also hätte ich sie ja nicht umstellen müssen, oder was? Stand sie schon richtig? Nee, jetzt steht sie richtig, aber ich bin der Meinung, du bist nicht zu weit zurückgefahren, dass die Weiche richtig greifen konnte. Sag ich jetzt mal. Also Weiß ich nicht. Probier's. Wir probieren mal. Also jetzt wird er ja wahrscheinlich richtig fahren, weil macht ja durchaus Sinn irgendwie. Ne? Weiche steht in die Richtung. Tschüp, tschüp. Ja, das ist, wenn man... Oh! Oh, nö! Nö! Weg dahin! Oh, zum Glück haben wir jetzt hier das... Was machst du? Warum? Einfach, um dir das Schild anzugucken? Ja. Okay. Still with me, boy? Let's go, Bullet. Kann ich hier nicht was nehmen? Will was nehmen? Die Kurbel. Ah, nee, ey. Okay. Ach, hinter Baum hat er sie versteckt. Der Fuß mich. Ja. Das sind echt mehrere, ey. Ja. Also mittlerweile, glaube ich, sind es sogar 3 oder 4. Schön, schön. Ja. So. Okay. Hätten wir's. Sehr gut. Also. Das war jetzt mal eine sehr gute Leistung, ne? Judy ja, macht's. Ist halt einfach dafür, seid ihr hier auf dem Kanal für das Pro-Gaming, was wir hier jedes Mal bringen. So Oliver ist Marley, okay? Hm, okay. What is this? Was? Noch ein Foto. Ein Foto. Creepy. Ja. Sergius. 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 Richtig schön. Hier wird der Deutsch ausgesprochen. Sergius. Nee, doch nicht. Oh, das ist aber eine schöne Verkabelung. Ich glaube jetzt nicht, dass sie nach Dien ist. Aber... Vor mir geht jetzt auch nicht dran rum. So, ich versuche mal reinzulaufen ins Haus. Weil die Tür ist ja auch so. Okay, ich stehe einfach offen. So, hier haben wir noch was zu lesen. Teppi East Creek Holz Unternehmen. Inventar des Wartungsschuppens. Stand 26. Juni 53. Name: Menge 2. Schleifrad 6. Antriebsriemen 13. Messingventil. Wahrscheinlich braucht man Ventil 1. Löschschlauch 9. Unterzeichnet Robert Finnis. Ah, bestell noch mehr Ventile. Lager B hat das letzte für ihre Hilfsaggregat verwendet. Und dann. Und? Ja, und dann. And out of spares. Naja. Okay. Gut, dann schauen wir nochmal. Jo, hier. Alter, das ist so groß! It's so groß! Looks like we won't be getting in through here. Aber vielleicht kannst du Bullet reinschicken. Ja, ich würde mal Bullet reinschicken. So, wenn es geht. Boulier? Zu Job. Bullet, Seek! Hm. Na, no, was sieht die so aus? Nothing there, huh? Oh, nothing there, ja. Shit. Heißt das jetzt, dass die das Ventil verbraucht haben an einem anderen Punkt, oder? Ja, ja, also im Camp B, also wir müssen wahrscheinlich weiter geradeaus, um das Ventil aus diesem... Special-Aggregat, also diesem Zusatzaggregat, was sie da drin hatten, ja. Da wieder auszubauen, damit wir das Ventil dann oben in dem Ding da eindüdeln können. Also muss ich jetzt irgendwann davon aus, dass da vorne, das hat immer noch eine Weiche irgendwie? Genau, also wir müssen, wenn wir unten sind, nach rechts abbiegen, nicht geradeaus. Ja. Ach, schade, aber was sagt er mir denn, warum sollte ich denn jetzt hier irgendwie... Ja, damit du die Information hast, dass halt ein Ventil in Camp B ist. Nee, weil das hier. Achso. Damit er hier jetzt interagiert hat irgendwie.
Ja, einfach, dass du halt hier nichts findest. Wahrscheinlich. Und es hier nicht weitergeht. Mann, 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 ist das creepy. Jetzt, ich find's, es ist unheimlich. Es ist wirklich unheimlich. Also ich würde jetzt auch nicht gerne in diesem dunklen, schönen Wald sein. Das ist, nee. Das ist auch nicht mein Happy Place. Also mein Happy Place ist auch geil. Das ist nicht mein Place to be. So, okay. Wenn wir uns mal ganz vorsichtig bewegen hier. Tschüp, tschüp. Wir müssen hier, glaube ich, mal so eine Schaffnermütze besorgen. Ja. So, wir müssen, wie gesagt, nach rechts. Ja, die Weiche zeigt sich. Gestellt. Oh. Genau. Camp B. Ja. Ja. Wunderbar. Kommen wir richtig gut hin. Oh. Ah, zu spät. Nee. Ich wollte nah einparken. Das war mir sehr wichtig. So, das heißt wahrscheinlich wieder Generator on. Dann erstmal wieder die ganzen Bösewichte verjagen. Wo? Immer da, wo der Hund hinzeigt. Ja, ja. Sehe den Hund, muss den Hund erstmal finden, ist das Problem. Also, dann war auf jeden Fall drei. Wow, der ist aber ziemlich nah. Sehr gut, sehr gut. Also. Aber wissen wir denn eigentlich überhaupt, was das für Viecher sind, die ganze Zeit auf uns zukommen wollen und uns da weggrabbeln oder? Ich hab zwei Theorien. Theorie 1, ja. Möchtest du hören? Ja, ja. Theorie 1, das ist die seltsame Rasse der Wurzelpeter. Und Theorie 2, das sind die Ents aus Herr der Ringe. Deine Stille sagt mir, du kennst nichts von beiden. Ja. Ja. Alter, was war das? Ey, das war so links, so nah an meinem Ohr, dass ich... Ey, ich dachte gerade, hier ist was runtergefallen. Wirft einer mit Steine? Da, ich kann euch den Finger kriegen. Oh. So, ich kann jetzt... Ich muss jetzt wirklich laufen, ne? Ich hab jetzt hier nicht... Ja, ja, jetzt musst du laufen. Das ist... Das klingt wie Holzhacken. Okay. Oh. Oh, was ist denn nun? Warum ist denn jetzt hier Licht aus? Ja. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Warum? Na, wegen dem Generator, oder? Meinst du, der Generator ist aus? Nee. Oh, was? Ja, okay. Der Generator läuft nämlich noch. Shit. Ist einfach nur die Birne kaputt gegangen. Das ist toll. Das finde ich schön. Das finde ich super. Freut mich. Ach, ich bin so froh, dass ich heute nicht der Spielende bin. Ja. Aber du machst es dafür sehr gut, Steve. Sehr, sehr gut. Ja, ich sitze auch schon seit 3 Stunden in meinem eigenen Urin, aber mach dir keinen Kopf. Es ist wirklich... Sollst du mal ein bisschen gucken? Doch, das schmeckt doch hier nach Sabotage. Das ist doch, na hör mal, da war doch einer dran. Da hat einer rumgefummelt. Ja, wir müssen auf jeden Fall an die, wie hieß die? Steam Power? Also an die große Anlage, um das Ventil wahrscheinlich da rauszuballern. Wir werden es nachlesen jetzt erstmal. Okay. Aber mit Blutefoto. Schön, ganz schön. Psychologisches Gutachten, unlesbar. Hintergründige Zusammenfassung und Grund für die Zuweisung. Patient wurde von seinen Eltern aufgrund von extremen Panikattacken, Schlaflosigkeit und Schlafwandelei als Folge eines traumatischen Erlebnisses zugewiesen. Ich empfehle 3 therapeutische Sitzungen pro Woche. Während eines einleitenden Gespräches konnte ich folgende Erkenntnisse erringen. Der Patient verweigert aktiv jegliche Erinnerung an das Ereignis. Seit dem Trauma ist er von lebhaften Albträumen geplagt. Offenbar eine Art verbreitete Reaktion des Körpers
verarbeitete Reaktion des Körpers. Er legt hinsichtlich des Ereignisses emotionale Abstumpfung an. So lesen wird jetzt langsam schwer. Emotionale Abgestumpftheit, irrationale Aggressivität sowie Verfremdung an den Tag. Er macht generell einen sehr nervösen Gesamteindruck, was möglicherweise auf eine bisher nicht genau diagnostizierte Angstneurose zurückzuführen ist. Na, ist doch, finde ich, leichter Text, der locker von der Lippe geht. Ja, das Bild beunruhigt mich so ein bisschen. Ja, nee, leider sorry, Leute, wenn es manchmal beim Lesen so ein bisschen stampelt, aber das ist irgendwann kriegst du irgendwie nicht mehr hin zu lesen. Kennt ihr das? Wahrscheinlich blickt der einzige Idiot. Nee, ich kenne das auch. Ja, ja, immer Fröhnchen, Europalette oder auf jeden Fall Einwegpalette. Sagte schon mal Trinkspiel, ne? Leute? Was ist das denn? Okay, du hast... Trinkspiel, das ist nur so ein loser Ast. Klar. Oh, okay. Oh, hier liegt was und... schön. Wieder so ein... Schön, oh Gott. Schön. Total schau. Was habt ihr von Dicker? Ich weiß nicht. Oh Gott. Was ist denn das schon wieder hier? Warum? Wer legt denn so eine Scheißwege an? Mensch. Das sieht auch aus, wenn wir das Ventil haben, dass. Ja, das wird richtig scheiße beim Zurücklaufen. Und wir sind hier in der Sackgasse. Nee, geht er hier links. Guck mal, da ist er. Geht er hoch und so. Jetzt darüber, dann kommst du zur Pump Action. Und hier haben sie ein Ventil eingebaut? Bei diesem rostigen irgendwas? This one is barely holding up. See if there's anything to salvage. Ja. Wir müssen noch rüber. Da drüben. Ne? Komm. Der kann da nie drüber noch. Scheiße. So. One down, one to go. Gib mir den Handle. Hart. Wunderschön. Pack's rein. Noch mal ein bisschen angucken. Nice. So. Und das war's jetzt, was wir hier gefunden haben? Ja, wahrscheinlich, ja. Dann werden wir hier nicht bergen können. Okay. Oh, na. Hütte. Ist die Hütte oben, naja. Okay. Ah, da liegt auf jeden Fall noch ein Notizzettel. Schön. Gerade sagte, dass er diesen Read von der Lippe geht. Toll. Als ich die Kamera dieses alten Herrn an mich nahm, war sie voll sinnloser Geplapper. Doch ich sah es. Ich erkannte ihr wahres Potenzial. Mit ihr kann ich in die Dunkelheit blicken und die Monster sehen, um selbst gesehen zu werden. Mit ihr kann ich Dinge sehen, die meine bloßen Augen entgehen. Und ich kann mit ihr auf Dinge zurückblicken, bereits getan habe. Sie lässt nicht zu, dass ich meine Taten jemals vergesse. Okay. Kommt jetzt die Thematik Kamera und Nachtsichtgerät? Bitte no, Alter. Nee. Können wir jetzt nicht einfach... Gibt's hier nicht eine Abkürzung jetzt zurück zu unserem Wagen? Wenn du eine findest. Es ist dunkel hier wie ein Bärenarsch, ja. Eigentlich müsste man. Ja, wie ist aus? Ich komm hier nicht, kann hier nicht weiterlaufen. Ach, du kannst, da kommst du nicht runter? Nee, hier ist ein Ast, kannst du nicht vorbei dran. Okay, dann musst du wirklich komplett zurück. Ist doch scheiße, ey. Ach, Mann, ey, nee. Und ich weiß ganz genau, was jetzt passieren wird. Weil jetzt wird das, jetzt kommen die von links und rechts und ich stehe da wie Robert auf dem Erdbeerfeld, verstehst du? Und bin nur mit der Taschenlampe hier, da. Wo ist der Baum? Da. Wo ist der Baum? So, okay. Na dann wollen wir mal runter. Hä? Wie? Kannst du jetzt da einfach runter? Boah, ist das abgedreht. Das ist ja dann wenigstens eine Abkürzung. Ja, das oder? Ist nicht. Und, wisst ihr, wenn du eh schon so ein Orientierungsidiot bist, irgendwie, dann nimmt dir das wirklich noch das letzte bisschen ja, aber Fähigkeit, dich zu orientieren hier. So, na gut, okay, dann gehen wir zurück. Oder was? Ja, jetzt können wir zumindest das, Handrad einschätzen. Genau.
Und dann kriegen wir wahrscheinlich noch irgendwo... ja, wir müssen ja noch was anderes finden, glaube ich, ne? Ja, wir müssen noch irgendwas zum Druckregulieren finden. So. Na gut. Dann fahren wir erstmal wieder zurück. Come on, buddy. Turn around. So, pass auf, jetzt musst du wahrscheinlich auf dem Rückweg auch die ganzen Viecher kaputt machen. Nein. Mit deinem Lämmchen. Vielleicht eben, kann schon sein. Ist schon vorbereitet. Oh, das sieht aber sehr ruhig aus. Bis jetzt geht's noch. Das hier drüben war noch, warte mal, hier, also irgendwie war mir das hier noch ein bisschen doof. Als wenn man hier vielleicht eigentlich, wir brauchen irgendwas noch zum Druckregulieren. Und die haben hier nichts gefunden. Let's go, ja boy. Doch, hier haben wir die Information gefunden, das als einziges. Ja, dass wir halt. Die Information an sich ist schon ein bisschen mau. Oder? Ein bisschen nicht. Ja, wenn ihr jetzt so willst, müssten wir eigentlich wieder vorne Richtung Camp B fahren, um die Weiche umzustellen, damit wir über die Brücke können. Weil vielleicht gibt es ja hinter der Brücke das Ventil. Da waren wir nämlich gar nicht. Was leuchtet denn da so? Weiß ich nicht. Achso, das ist ja Licht. Aber irgendwas muss auch da drin sein. Da. Da! Go get it! Hast du nicht gesehen? Hat er nicht gesehen? Ja, fein! Leute, wo kommt der denn? Ah! Ja, fein! Hast du nicht gedacht? Ja, jetzt hat er sich aber auch was hier, ne? Einmal hier kurz. Hat er, der Kleine. Da! Good boy! Good boy! Sehr schön! Streichelchen kann schon sein. Streichelchen kann schon sein. Ach, du bist doch herzloser Kerlchen, ey, ehrlich. Ey. Streiche doch mal deinen Hund. Wirklich. Dreh mich auf. Ah, geil. Come here, boy. So, jetzt dürfen wir alles haben. Ja. So, hinauf mit uns. Und zurück mit uns. So, okay, dann basteln wir mal auf. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht irgendwie angegriffen. Mit so einem Astpack. Ja, aber du kommst halt aber nicht an dem Schild mit den Stämmen da vorbei. Das geht nicht. Das geht doch nicht. So, okay. Scharamski, nee. Scharamski. Es wird wahrscheinlich nachher an Holz scheitern, was wir nicht finden. Wahrscheinlich müssen wir irgendwo hin, um so ein bestimmtes Stück Holz zu finden. Es wird nicht einfach hier irgendwas gehen. Nein, muss bestimmt das Holzstück sein. Sehr schön. Wunderbar. Und wir dürfen wir nur. Naja, brennt ja noch nicht. Was wollen wir machen? So. Ja, aber bei dem Brennen habe ich eine Idee. Hast du eine Idee? Denn lass mal, drop mal die Iza. Nee, hol mal die Kamera raus. Weil er erzählt dir ja, wie der ganze Bums funktioniert und macht das ja auch an. Du Genois. ja. So. Genau. Und. Danny. You're the man. You're the man, you know? So, und wir müssen das im Grünen behalten, darf aber nicht in den Roten wechseln. Wie es jetzt zum Beispiel tut! Okay, let's fix this thing and try again. Without blowing the gauge this time. Okay. How? Okay, jetzt haben wir es wieder dicht gemacht. Okay, cool. Müssen wir das andere Rad wahrscheinlich wieder öffnen? Weißt du, wir müssen es erst hier aufmachen? Ja. Weil, brennt doch noch, oder? Brennt da noch was? Ja, jetzt sind da so Funken nur. Doch, nee, brennt noch. It burned! It burned. Ich dachte, das wäre jetzt aus. Ich dachte, wir hätten epic failed. Nee. Mach doch die Scheiße jetzt hier weg. Ja, dann. So, diese beknackte Kamera, ehrlich. Also. Intuitiv ist die Steuerung nicht. Ja, ja. Schön. Machst du gut. Ja, richtig so. Oh,
jetzt langsam in die Links, ja, so weiter links. Ja, schön im grünen Bereich halten, ja. Und was hat er gesagt, wenn du im grünen Bereich bist? Dann funktioniert der Donkey. Ja, ja, aber dann musst du doch das Ding hier zumachen. Den Brennofen, den Brenner. Das ist auch awesome. And the road's clear. Okay, hop on, oder buddy. Auch nicht. Back on track. Back on track. Let's find that bastard. You know what time it is. But let's find the bastard. Ja, wir suchen auf dem Sheriff, den Sheriffsmörder. Ja, und eigentlich immer noch Peter Shannon. Aber ich glaube nicht, dass der mit Bastard gemeint ist. Nee. Jetzt lass den kleinen Bastard finden. Das wäre ein bisschen hart, oder? So, ey. Wurzel. Wurzel, Wurzel, Wurzel. Immer diese Wurzel. Die Wurzel ist Divis Endgegner, ja, heute Wurzel hier. Übelst. Come on, Mike. Ist er dabei? Ist er dabei. So, gut. Ich muss natürlich hier erstmal. Vorwärts. Vorwärtsgang. Und dann. Tschüss, tschüss.